Rätigen. And just. Oh, bring our blessing, right? Yeah, thanks, man. Ready. I knew it. It has all been foretold. The pain will be with you for a long time. Embrace it, and it will serve you well. Okay. Pain and I are old friends. Yeah. Joe, where'd you get all the toys? My minister's here, among the dwellers. Don't make me ask again. Sometimes I go among the hex at night for certain requirements. Through here. You must feel your way through the dark, Reddy. Don't trust your eyes. He speaks one thing that is true, Riddick. Do not trust all that you see. At least not yet. I thought it was the pain talking. Though it had always known its place before. Your destiny lies elsewhere, Riddick. So I'm going to give you a gift. Yes, you have been blind for far too long. But your world is about to get more colorful. Oh, you're destined for great things, Riddick. I get visions. They are never wrong. It is beautiful. I see you being surrounded by much suffering and what did you do? Just need your... just to fix your arm. Please. I'm light. Careful how you look at me. Ready? Tell. What do you see? Ja, da seht ihr, da sind die Augen. F1, drücken wir doch mal drauf. Q, to toggle the light on off. Was ist denn Q in... Nein, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist nicht. Nein, nein, nein. Muss ich eben in die Dinge ein. Finde ich immer komisch. Ich weiß ja nicht genau, warum. Wann das hier gemacht wurde. Aber ich glaube, der zweite Film kam doch vor diesem Spiel raus, oder? Oder kam der hinterher? Ich meinte, im zweiten Film wird ja gesagt, dass er eigentlich ein Alien ist. Look. Ah ne, doch, da war's ja. Eyesight, ne? Eyeshine, ja. Press any key. Machen wir Puff One. Sehr gut. Das ist nämlich das Wichtigste gewesen hier. Guck mal, er sieht mich nicht. Haha, was für eine Pussy. Shazam! Da hast du dich erschrocken, ne? Shazam! Ja gut, eigentlich ist er ja ein Alien und deswegen hat er die Augen, glaube ich. Oder haben die Aliens nicht alle solche Augen? Ich weiß es nicht. Es ist sehr komisch, die Geschichte von Riddick. Könnt ihr ja mal selber nochmal gucken. Ich bin ja immer so ein bisschen ein Vollidiot, wenn es um Geschichten geht. Da vergesse ich ja meistens die Hälfte, bevor ich es zu Ende gehört habe. Hey, wie geht's dir, mein Freund? Oh, na? Alles klar bei euch. Hoch X müssen wir drücken. So, machen wir. Wir sind endlich mit den schönen Augen. Ich dachte, das wäre einfach nur hässlich in diesem Spiel am Anfang. Dass sie das nicht gemacht haben. Aber nee, gut. Wir kriegen ja die Augen.
So. Von jetzt an ist nämlich jetzt auch, The spaceport, it should be up ahead. Mach aus, so. Better to stay low and unnoticed. Ja, das stimmt natürlich. Da hast du vielleicht sogar recht. Knack, knack. Wie? Was ist da los? Ja, das tut mir schon fast ein bisschen leid. So. Aber... So. Das Flashlight von dieser Waffe ist immer noch gebrochen. Oh, fuck. Ja. Ich bin bereit. Da war doch noch einer. Oder? Oder nicht, mein Freund. Ja, ist gut. Also, jetzt ist... Von jetzt an ist Licht sehr wichtig. Oder einigermaßen wichtig. Man kann sich ja immer noch durchballern meistens, so wie ich das gerade mache. Aber das ist ja eigentlich unschön und uncool. Guck. Hier sind wir eigentlich zu Hause. Riddick Vision. Hm. Hm. Schade. Ich dachte, das wäre was für mich, aber nein. Habe ich noch ein Messer? Nein, natürlich nicht. Hilfe! Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht mit mir. Aha, da muss er nachladen, diese Sau. Ha! Ha. Ha. Fuck. Ich sterbe fast von diesem Schwein hier. Fuck. Da sind doch dann jetzt zu viele für meinen jetzigen Lebensstandard. Oder auch nicht. Cool. Ja. Ist gut, dass die Brille da auch direkt rumlag. Denn es ist ja jetzt auch schon meine richtige Brille. Also die Riddick-Brille, die man überall sieht. Da habe ich dann doch gedacht, dass man da ein bisschen länger für braucht, die zu finden. Mist, wo muss ich lang? Ah, hier gibt es auch noch Gun. Lass mal. Pistol-Type Handgun. 14. Was? Uranium Core Ammunition. Drei extra Magazine für dieses für diese Waffe. Ja, cool. Bleiben wir mal hierbei. Ups, das habe ich schon wieder irgendjemanden wütend gemacht. Doorbell. Oh, das ist aber auch hübsch hier. Das gefällt mir irgendwie. Das ist so ein schönes kleines Detail, muss ich sagen. Practicing my speech. Okay. Come on. Wir hatten eine Verabredung. Manche Leute. Herr Flash. Hallo? Chancellor? Das war Jones? Carrie. Ich weiß, dass du da bist. Okay, Keenan. Ja. Ein bisschen schade. Ich dachte, da kann man irgendwo rein noch.
Klappt damit. Wird mir ja verrückt bei diesem Lärm. Wie soll man denn da vernünftig morden gehen? Ja, in diesem Spiel ist es ein bisschen so umgekehrt wie in anderen. Hier ist es immer am besten, wenn man läuft beim Schießen. Denn das macht eigentlich so gut wie gar keinen Unterschied bei der Genauigkeit. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus der Ecke da wahrscheinlich. Man kommt hier ja nicht zu einem Ende. Ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen von dem eigentlichen Spiel weg. Denn das ist wahrscheinlich eigentlich hier so ein sehr großes und kompliziertes Level gewesen. In dem man schön schleichen kann. Aber gut, ich habe sie jetzt alle irgendwie aggro gemacht und deswegen muss ich die jetzt auch irgendwo erschießen. Tut mir auch irgendwo leid, aber auch irgendwo nicht. Und ich sag die ganze Zeit irgendwo aus irgendeinem Grund. Vollidiot. Hey, ich hau den Typen mit der Pistole einfach. Ja. Das klingt nach einer guten Idee. Ah, jetzt haben wir unsere Ruhe. Unsere Ruhe. Können wir auch mal wieder die Waffe wechseln. Pistole nehmen wir. Ich weiß nicht, ob es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ein bisschen schwieriger ist, auch mit der Munition. Wäre aber ganz gut, weil ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich schon viel zu viel. Was? Ah, da gibt's gar nichts. Lul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 . Henna. Hey man, I'm practicing in here. Ja, ich will weiterhören. Das gefällt mir. Ja, nein. Hey, I'm practicing in here, man. Ja, mach weiter. Komm. Come on! No! Wir werden seine süßliche Stimme nie wieder hören. Dieses zarte, jedoch bestimmte Singen hat meine Seele zutiefst bewegt. In the land, in the journey. Ich hab vergessen, wie der Text war. Scheiße. Naja, irgendwas hat er gesagt. Das weiß ich auf jeden Fall. Haben wir da schon geklingelt, ja, ne? Ja. Dass man hier nicht rennen kann, ne? Fuck! Fuck! Das wollte ich eigentlich gar nicht. Obwohl... schon so ein bisschen. Okay, ich lass mich nochmal töten, denn... einen nehme ich mit. Haha! Denn ich gehe doch nochmal zurück und dann versuche ich auch mal ein bisschen zu schleichen wieder. Huch, der wollte was sagen, aber das lassen wir erstmal. Erst heilen wir uns. Heili geili, ihr Scheine. Schade, nix. Schade, nix. Schade, nix. Schade, nix. Oh, come on! Das ist nicht ein bisschen blöd. Ich meine, die wissen doch ganz genau, dass man da jetzt an jedes Ding klingelt. Können sie doch wenigstens irgendwas einbauen. Na, sie sind weg. Ja, das war nicht so wie geplant.
Später kriegen wir auch noch unsere richtige Faustwaffe. Diese komischen Schlagringe mit einem Messer drin. Dann können wir auch wieder vernünftig von hinten angreifen. Zwinker, zwinker. So. Noch 34 Magazine. Na gut, nehmen wir das mal. Ich würde ja eher lieber noch ein bisschen sparen, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen schießen jetzt. Ruhe dich aus, ja? He's here! Riddick is here! Shit! Fuck! Ja gut, ne? Ich muss sagen, das hat mir jetzt schon persönlich wehgetan, dass mich im Gefängnis stecken mit solchen Wachen. Das ist eigentlich eine Beleidigung. A dead end. Ach, danke, Riddick. Was würde ich nur ohne dich tun? Retina Scanner. Security breach. Gonna need some eyes. Abbott. Hast du ein paar Augen für mich? Wo kriege ich meine Augen her? Tja, das war's dann wohl für dich, mein Freund. Danke, dass du die Tür aufgemacht hast. Cool, wir laden wieder. Was laden wir? Ey, Donald Trump. Yeah, right. We are building a better future. So ein bisschen Foreshadowing. Das Spiel wusste Bescheid. Das Spiel wusste Bescheid. Eat at Fats, you bastard. Why aren't you eating? God damn it. Yeah. Was wollt ihr tun, ne? Gar nichts. Zielen und schießen und schießen und zielen und schießen. Okay, cool. Grocery Store. Ja. Gronkos. Let's Plays und Drinks kriegt man hier. Horo. Wo. Was? Fett. Ja, ey, wenigstens lügen die nicht. Transparenz. Armory. Oh, da werde ich gerne drin. Most Donuts. Okay. Simpsons Reference wahrscheinlich. Sonst haben wir alles aufgegabelt. Ja, wunderbar. Dann laufen wir mal weiter. Aber erstmal hier rein. Ach, das ist egal, wo wir sind. So. Ist ja schon da. Was für ein Schussel ich auch bin, ey. Ja, geil. Oh, come on. Ich meine, soll das so sein? Soll ich mich hier wirklich komplett rausballern? Ich habe das Gefühl, Riddick ist eigentlich eher so ein Schleichspiel, aber ich meine, das hätte ich jetzt doch gar nicht besser machen können. Ich kann mich doch hier gar nicht verstecken. Vielleicht soll das doch so sein. Ich weiß, ihr werdet wieder sagen, nein, du machst das alles falsch, ist deine Schuld. Aber na doch, wahrscheinlich habt ihr recht. Hier können wir nochmal hochgucken. Ein Haus mit Hörnern, scheinbar. Und die Sonne. Oder eine Sonne. Oder ein Stern. Was auch immer. Höchstens wie sowas. Nett. Oder nett.
So. Jetzt fangen wir aber mal an zu schleichen. In der nächsten Folge.